Handball. Die Bundesliga startet an diesem Wochenende und beim Aufsteiger OSC Rheinhausen beginnt eine neue Zeitrechnung. Der Tag 1 nach Petri Ivanescu. Der Erfolgstrainer beendete mit dem Aufstieg seine Trainerkarriere und der neue Alexander Rümanow soll jetzt im ersten Jahr den Klassenerhalt schaffen. Jetzt kam gleich zu Beginn mit VfL Bad Schwartau ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Der neue und ob es geklappt hat, Thomas Bartels. Das ist der Neue auf der Trainerbank des OSC Rheinhausen, Alexander Rümanow, in der letzten Saison bereits Co-Trainer, über 200 Länderspiele für Russland, Weltmeister und Olympiasieger. Und sein neuer Superstar heißt Ned Jovanovic, ein Serbe, gekommen vom spanischen Topclub Santander. 1994 wurde er in Spanien zum stärksten Spieler der Saison gewählt. Fürwahr eine starke Leistung. Bad Schwartau in Rot-Weiß. Im Vorjahr erreichte man Platz 13. Dieses Jahr will man im oberen Mittelfeld sich platzieren. Garanten dafür sollen Marek Kordowiecki mit der Nummer 13 und Wolfgang Schwenke der Nationalspieler sein. Und Schwenke gleich mit einer Kostprobe seines Könnens 0:1 vom deutschen Meister THW Kiel wechselte er nach Schwartau. Die Gäste in der Anfangsphase bissiger, unkonzentrierter, Spielstand 3:5. Dann scheitert Schwenke hier an Hofstötter und Tempogegenstoß über Olaf Oster. Der Rechtsaußen mit ganz starkem Beginn 4:5. Und auch Schwartau danach mit leichten Ballverlusten. 15 Minuten gespielt und 1800 Zuschauer warteten auf den ersten Treffer von Jovanovic. Da war er. 5:5. Die Partie Mitte der ersten Hälfte ausgeglichen. Kordowiecki in dieser Phase kaum zu sehen. Überragend allein bei Schwartau. Der Mann mit der Nummer 2 hier, Wolfgang Schwenke, glänzte immer wieder mit solchen Aktionen. Er der Alleinunterhalter auf Schwartauer Seite. 7 Treffer allein in den ersten 30 Minuten. Danach gab es eine Auszeit, genommen durch Rümanow, Rheinhausens Trainer. Seit diesem Jahr ist das möglich. Eine Auszeit pro Hälfte dürfen beide Trainer nehmen. Es wurde mit harten Bandagen gekämpft. Dies der Beweis, Jovanovic, sein Trikot zerfetzt, wurde manngedeckt von Olaf Zehe. Aber er wurde jetzt stärker, dennoch Abstimmungsprobleme unübersehbar. 9:12, 3 Tore Rückstand zur Pause. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Schnellangriff Rheinhausen. Achtung! Dieses Foul von Schwenke an Sieger. Die Schiedsrichter entschieden auf rote Karte gegen Schwenke. 2 Minuten hätten es meiner Ansicht nach auch getan. Wir sehen die Szene gleich noch einmal. Hier greift ihm da in den Arm. So, Schwenke vom Feld. Rheinhausen 2 Minuten in Überzahl. Und 7 Meter. Teitschig. Das 12:14. Aber danach übernahmen andere die Verantwortung auf Seiten des Gastes, wie Thomas Michel und Thomas Kruse, der hier zum 18:23 trifft. Und groß die Freude bei Wolfgang Schwenke auf der Bank. Alles schien entschieden. Riesenjubel. Rheinhausen raffte sich aber noch einmal auf, schaffte 3 Tore in Folge. Und Andreas Kottwitz, das war er noch nicht, Entschuldigung, hier kommt er an den Ball. Wunderbar gemacht, 22:23, nur noch Sekunden zu spielen. Die Rheinhausener war dran, die Halle stand Kopf. Hektik jetzt. Aber Bad Schwartau spielt es ganz routiniert aus. Über den erfahrensten Mann Marek Kordowiecki wird gefoult. Korrekte Entscheidung. 7 Meter, Sekunden vor dem Schlusspfiff. Das muss es natürlich jetzt sein. Und sie haben den besten 7-Meter-Schützen der Bundesliga, Marek Kordowiecki. Er trifft, ich nehme es vorweg, zum 22:24 Endstand. Knappe, aber verdiente Niederlage des Aufsteigers Rheinhausen. Wir haben sehr viele gute Chancen gehabt. Aber leider haben wir von dieser guten Chance, nicht realisiert. Ich möchte jetzt nicht viel reden, ich möchte erst Video gucken und dann machen wir mit Mannschaft eine normale Analyse, gucken wir zusammen Video und wir müssen weiterleben.